Oder kann ich dir einfach... Ah, ja, gut, das geht auch. Oh. Ich habe ihn getroffen, aber er hat es nicht gezählt. Schade. Hä? Ah, ich muss auf den Boden. Ich darf sie nicht direkt damit treffen. Haben wir hier noch irgendwas Heilendes? Aber geht eigentlich auch. Geht eigentlich auch relativ zackig, das Tutorial. Ja, ein bisschen spät, dass ich euch die Waffen zeige, aber ja, ist halt mein Spielstil. Ich nehme dafür questmäßig wieder alles Mögliche mit. Das ist wieder ein Aspekt, den viele andere Spieler nicht in ihren Let's Plays ausführen. So, ich hoffe, da unten sind noch ein paar Wächter. Weil ich brauche nur noch einen Kill. Speichern aber zur Sicherheit mal ab, damit ich das mit dem Seilwerfer dann nicht nochmal machen muss. Wobei, hier sind auch Maschinen. Ah, hier sind Wächter. Guten Tag. Oh, die explodiert gar nicht, weil sie im Wasser ist. Ah, jetzt. Bisschen sehr spät explodiert. So. Nächste Quest. Schattenrassler. Friere eisanfällige Maschinen mit Eisbolzen ein. Versetze Maschinen mit Verderbnispfeilen in Wut. Schattenkriegsbogen. Wo haben wir denn den? Schattenkriegsbogen. Ist das der schlechter Bogen? Ah, das ist der Bogen wahrscheinlich. Weil der hat diese Verderbnispfeile. Ja. Also, Hestus ist die Ursache der Brutstätten-Wattenstörung? Brutstätten nutzt um aggressive Maschinen herzustellen. Hä, was redet sie da? Wir haben das doch schon längst erledigt. Hä? Die ist doch schon in Wut. Hä, ich hab den doch schon getroffen. Muss ich warten, bis der Wutbalken abgelaufen ist, damit ich einen Wert bekomme? Okay, es zählt anscheinend nicht. Ich habe keine Ahnung. Brauche ich dafür größere Maschinen? Ja, ich habe halt keinen Kriegsbogen mehr. Ich habe halt nur den Bogen, den Champion-Bogen. Ich hoffe halt, dass das Spiel diesen Bogen auch als Kriegsbogen wahrnimmt. Weil sonst habe ich echt ein Problem. Weil ich will mir nicht nochmal die alten Bögen alle kaufen müssen. Das wäre super ätzend. So, wir brauchen stärkere Gegner. Das heißt, wir gehen jetzt mal hoch zu den Sägezähnen. Versetze Maschinen mit Verderbnispfeilen in Wut. Ja, zählt nicht. Das kommt dir gelegen. Ach komm. Muss ich die dann, wenn sie in Wut sind, töten? Aber ich stehe ja nur, dass ich sie in Wut versetzen soll. Hä?
Ja, zählt nicht. Warum zählt das nicht? Das ist der einzige Bogen, der... Ja, es zählt nicht. Ja, auch. Warum zählt das nicht? Ich verstehe es nicht. Das ist aber der Bogen. Das ist der einzige Bogen, der das hat. Dreck. Ein Katscher-Kriegsbogen habe ich auch nicht. Da habe ich auch schon einen besseren. Och, Mann. Das ärgert mich jetzt wahnsinnig. Ja. Erledige mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. So, Sprengschleuder. Haben wir da auch so eine ganz spezielle Variante? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Dann wird es mit der wahrscheinlich funktionieren. Was muss ich denn verwenden? Sprengbomben, mehrere Sprengbomben. Also mehrere Gegner mit einer Sprengbombe, so. Mit nur einer. Das heißt, ich brauche ganz einfache Gegner. Ah, Mist. Da habe ich nur einen erwischt. Das ist echt blöd, dass das mit dem Championbogen nicht funktioniert. Der zählt das nicht. Na gut, wir müssen irgendwo hin, wo Herdentiere sind. Ja, Läufer wären eine Sache. Oder Graser wären auch toll. Dreimal brauche ich mehrfach Kills. Boah, das ist so nervig. Warum muss ich jetzt extra nochmal die alten Bögen kaufen? Ich glaube, ich lasse dann einfach die Tutorials weg, weil ich brauche die Erfahrung eh nicht. Aber jetzt nochmal die Lushi-Bögen zu kaufen und dann auch noch die Ressourcen dafür zu sammeln, nee. Pure Zeitverschwendung für das bisschen Erfahrung. Wir haben es ausprobiert. Wie das aussieht, wenn man die in Wut versetzt. Steht auch nicht dabei, dass es nur bestimmte Maschinen sein müssen. Also sein dürfen. So. Ja, das ist natürlich Dreck. Die stehen alle nicht beieinander. Du bist wirklich aufmerksam. Greift mich irgendjemand an? Das wäre natürlich super. Nein, nicht weglaufen. Na gut, dann hoffe ich mal, dass ihr beide hier mich angreift. Das wäre super. Wenn ihr auch noch beieinander steht, wäre das natürlich perfekt. Na komm. Die stehen nicht nah genug beieinander. Die stehen immer irgendwie. So, einmal. Boah, das wird echt nicht einfach. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hoch hier zu den Läufern. Vielleicht geht es bei den Läufern ein bisschen besser.
Sind da jetzt mehrere nebeneinander? Der Gegner hat mich im Visier. Sehr gut. Na gut, die Ratte interessiert mich nicht. So, sonst haben wir hier nichts. Dann gehe ich jetzt mal zu den anderen nach oben, zu den Läufern. Weil du bist hier ganz alleine, ja. Du bist alleine, von dem her für mich uninteressant, weil ich die Quest nicht machen kann. So, hier, Läufer. Könnt ihr hier ein bisschen zusammenkommen? Das wäre super. Was? Ich habe beide erwischt. Der hat das aber nicht gezählt. So ein Mist. Okay, weitersuchen. So, da läuft er jetzt zu den anderen. Ich hoffe, die stehen dann ganz nah beieinander. Das wäre echt super. Oder haben wir hier eine neue Truppe? Nein! Ja, na endlich. Endlich. So, nächste Quest. Karcher Kriegsbogen. Feuerer mit Eis. Oder nee, warte. Karcher befestige Klebebomben an Maschinen. Klebebomben. Das sind die hier. Oh, Klebebomben, das wird lustig. Muss ich nur gut treffen. Was, zwei? Alter, wie sie zerfetzt hat. Tja, nix mit schön leise. Wir machen ja richtig Rambazamba. So, wenn uns jetzt hier noch einer angreift, wäre das toll. Jetzt haben wir's. Batz. So, wie schauen wir aus? Rohstoffmäßig 118, okay. Müssen bald zurück. So, Seilwerfer, fessle mittelgroße Maschinen, Langbeine, Sägezähne, Verwüster, Brüllrücken, Trampler, Panzerwanderer, Schnappmäuler und Pirscher. Okay, ja. Das ist okay. Das ist ja auch machbar, weil da haben wir ja keine Champion-Variante. So, Seilwerfer war das richtig. Ja, Fessle, ja. Langbeine, Sägezähne. Sägezähne wären super. Ah, wobei, Panzerwanderer wären gleich hier. Dann gehen wir mal rüber. Vielleicht treffen wir die Herde. Wäre ja toll. Sehr nützlich. Würden mich auf jeden Fall sehr freuen. Wenn hier eine Herde ist. Ja, das schaut mir sehr nach Panzerwanderer aus. Wow.
Hä? Ein Hammer? Weg. Perfekt, Hammer. Ja, nee, normal platt machen muss ich die jetzt nicht. So, der Rassler. Schocker, Schockanfall. Okay, nein, das funktioniert dann nicht. Fessler, kleine Maschinen. Oh, nee. Wobei, oh ja, Wächter. Eins. Zwei. Hä? Was ist denn da gerade explodiert? Ach komm, ich will jetzt nicht so viel Medizin verlieren. Oh, der eine ist gestorben. Ja, ich gehe da mal weg, weil das braucht die Ressourcen nicht. Vor allem bin ich fast voll. Wenn ich nur noch einen kleinen fesseln könnte, wäre das super. Na komm schon. Kurz noch warten. Ja, es hält schon ziemlich lange. Das Seil. Ah, ich habe mich hier oben super versteckt, aber doch nicht, weil er hat mich doch gesehen. So, er ist frei, sehr gut. Perfekt. So. Der Rassler. Pirscher und Langbeine. Wo haben wir denn den Rassler? Hier. Das Ding verfolgt einen so lang. So, ich will ja einfach nochmal weg. Damit ich dann... mich in Ruhe, damit ich eine Schnellreise machen kann. So, ich brauche Pirscher oder Langbeine. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen wieder... Wo waren die Langbeine? Hier. Dann gehen wir wieder hier nach oben. Ja, Pirscher, die laufen immer viel zu viel weg. Und wenn du die nicht schnell genug hintereinander triffst, dann wird dieser Balken nicht voll. Das ist dann blöd. Das ist dann unnötige Muni-Verschwendung. Aber wir kommen sehr gut voran. Vielleicht schaffen wir das sogar, dass wir fertig werden mit den Quests. Außer halt mit denen, die wir halt nicht machen können, weil das Spiel den Bogen nicht zählt, den Champion-Bogen vom DLC. Ja, nach der Quest müssen wir hier einmal verkaufen gehen. So, Langbeine sind da, sehr gut. Schocke mit Schockanfälligen, also die Schockbolzen.
Gut. Haben wir getroffen, sehr gut. Ja, das ist natürlich sehr blöd. Puh, Glück gehabt. Ich kann mich nicht auf Eis konzentrieren. Sehr gut. Erledigt. So. Können wir noch eine Quest irgendwie machen? Friere eisabfälliger Maschinen mit Eisbolzen ein. Trampler, Feuerbrüll, Rücken und Steinbrecher.